Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben einen richtig coolen neuen, sogar zwei richtig coole neue Skins drin und einen richtig geilen neuen Gleiter. Und vorweg schon mal eine kleine Info, und zwar scheint der Shop heute ein bisschen verbuggt zu sein. Und zwar haben viele Leute heute etwas andere Items drin. Ich habe schon einige Leute auf Twitter und Instagram angeschrieben und haben mir ein paar Bilder geschickt. Ich blende euch mal hier kurz einen Screen ein, wie das bei einigen Leuten heute auch im Shop aussieht. Die haben also heute das Highland Warrior Paket drin, also die Hochland Kriegerin, quasi dieses gesamte Set haben die drin und dafür haben sie quasi auf der rechten Seite nicht das Hauptsystem und den Spezialkommandoskin nicht drin. Ich blende es mal wieder über, also dann seht ihr wieder das andere, was ich quasi jetzt drin habe und ich glaube, die meisten haben das, was ich auch drin habe, also haben sie noch quasi den Spezialkommando und das Hauptsystem quasi drin und dafür aber nicht dieses Highland-Kriegerin Bundle. Keine Ahnung, ob sie das jetzt noch im Laufe des Tages irgendwie fixen werden, dass halt alle nur einen Shop angezeigt bekommen. Und ich bin mal gespannt, welcher das dann sein wird. Ich zeige euch natürlich hier meinen, aber ich wollte es euch direkt am Anfang nochmal kurz zeigen, was denn für viele Leute auch im Shop ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Shop ihr habt. Vielleicht ist ja bis, dass dieses Video hier online kommt, um 6 Uhr, stelle ich das ja mal geplant. Vielleicht ist bis dahin das Ganze schon behoben, dann habt ihr vielleicht auch nur noch den Shop wie ich. Werden wir auf jeden Fall sehen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den neuen Skins heute. Und zwar ist es einmal der Nara-Skin für 1500 V-Bucks zusammen mit diesem Backpack auf dem Rücken. Ich finde die Farben richtig cool von den beiden Skins. Dieses Blau, Grau, Rot und dann noch diese goldenen Rüstungsteile. Schaut richtig geil aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Die Rucksäcke, finde ich okay. Das sind so Masken. Die Masken ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Sieht man hier auf dem Rücken. Finde ich ganz cool. Mein Lieblings-Backpack würde es auf jeden Fall nicht sein, aber den Skin werde ich auf jeden Fall sehr, sehr häufig spielen. Werde ich mir direkt holen. Zack. Genau, das ist der eine Skin und dann haben wir noch den Taro, auch den finde ich richtig nice. Er hat einen relativ ähnlichen Backpack, bei ihm ist halt eine andere Maske drauf. Auch im Gesicht hat er eine etwas andere Maske. Schaut ziemlich cool aus, beide gefallen mir sehr gut. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen der beiden ihr euch eher holen würdet, also den männlichen oder den weiblichen. Auch heute werde ich wieder hier V-Bucks verlosen, um sich hier diese Skins zu holen. Wie immer, alles was ihr tun müsst, um hier am Gewinnspiel teilzunehmen, ist einfach nur kurz in den Shop zu gehen, Snoxy als Creator einzutragen und auf Annehmen zu klicken und dann einfach nur ein Hashtag Snoxy heute unten in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr schon den oder die Skins hier sogar gewinnen und Auflösung kommt dann wieder morgen zum nächsten Video und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Glück und schreibt mir wie gesagt gerne mal in die Kommentare, welchen der beiden Skins ihr besser findet und euch eher und wünscht den männlichen oder den weiblichen und da kommen wir schon zu den nächsten beiden Sachen und zwar, das ist einmal der Gleiter und die Hacke. Die Hacke finde ich so ganz in Ordnung, ist jetzt nicht ganz so meins, ist ein Torbogen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir die holen soll. Ich spiele mal kurz hier das Ganze ab. Ja, ist in Ordnung. Ich finde den Sound eigentlich ganz nice. Die Hacke, weiß ich nicht. Ich finde diesen Torbogen irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack. Dann haben wir noch den Gleiter drin. Den finde ich allerdings richtig cool. Das ist so auf so einer Pergamentrolle ein Fisch, ein fliegender Fisch. Schaut richtig episch aus. Auch diese Wassertropfen, die so mitfliegen. Gefällt mir richtig gut. Den werde ich mir auf jeden Fall direkt holen. Ich habe heute leider keine Zeit, euch noch ein bisschen Gameplay davon aufzunehmen, denn gerade sind noch ein paar Freunde zu Besuch und wir waren noch gerade ein bisschen Lagerfeuer machen, so. Ich habe auch ein Bild oder ein Video sogar auf Instagram gepostet, also schaut gerne mal nach, auf Instagram heiße ich Snox, falls ihr mir dort folgen wollt. Und wir sind jetzt erst um kurz nach 4 Uhr nach Hause gekommen und ich nehme jetzt noch schnell den Shop auf. Die anderen beiden sind schon extrem müde und wollen natürlich gleich ins Bett gehen. Dementsprechend, will ich jetzt nicht zu lange brauchen, mache das Ganze jetzt hier ratzfatz, dass wir gleich ins Bett kommen. Deswegen heute mal kein Game dazu. Ich hoffe einfach, ihr versteht das. Die nächsten Male wird dann hoffentlich dazu wieder ganz normal Gameplay kommen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Die gehe ich mal heute etwas schneller durch. Da haben wir einmal den toxischen Trooper. Ist nicht ganz so mein Fall. Ich weiß nicht, für die Farbe irgendwie ziemlich hässlich. Dann haben wir noch den Spezialkommando-Skin drin für 1200 V-Bucks. Finde ich eigentlich ganz nice. Der war jetzt schon über 100 Tage nicht mehr im Shop drin. Also schon über 3 Monate gab es den nicht mehr. Also ich denke mal, einige Leute werden sich den noch nicht gekauft haben. Falls er euch gefällt, holt ihn euch. Dann haben wir noch den kostenlosen Mode Hot Merit. Solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Heute kostenlos im Shop. Dann haben wir noch die Luftgitarre drin für 800 V-Bucks. Ganz nice, der Mode kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch die Pömpelhacke, auch die finde ich ziemlich nice für 800 V-Bucks. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Genau, und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages das Hauptsystem für 500 V-Bucks. Ist relativ schlicht, würde ich jetzt nicht besonders empfehlen. Und das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und dann mache ich noch schnell die Auflösung vom gestrigen Giveaway. Und zwar habe ich ja da insgesamt 5000 V-Bucks verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Kilian, der Boss. Du bist richtig der Boss, ey, du hast nämlich gewonnen. Ich habe dir schon auf Instagram geschrieben, also schau gerne mal nach. Und dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an dich und an
an alle anderen jetzt natürlich viel Glück für das heutige Giveaway. Wie gesagt, verlose ich da wieder hier die neuen Skins. Alles, wie immer, was ihr tun müsst, ist einfach nur, mich als Creator einzutragen, wie Snoxy, und dann einfach nur ein Hashtag Snoxy heute unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann könnt ihr am Gewinnspiel heute teilnehmen. Und ja, dann wünsche ich euch einen entspannten Sonntag. Habt alle einen schönen Tag. Ich werde heute leider nicht zu Hause sein, größtenteils. Deswegen, ja, werde ich nur wieder heute Abend zum Shop-Video kommen. Aber das, wie immer, Leute, jeden Tag. Ich werde das in alle Ewigkeit durchziehen. Also, keine Sorge. Kommt auf jeden Fall. Und ja, dann habt alle, wie gesagt, ein entspanntes Wochenende noch. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder zum nächsten Shop. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.